Hallo liebe Moviepiloten und herzlich willkommen zu einem weiteren Review-Video. Ich war mal wieder... Ich bin nicht ausgeschlafen. Deal with it! Hallo liebe Moviepiloten und herzlich willkommen zu einem weiteren Review-Video. Ich war mal wieder verfrüht für euch im Kino und habe Eli Roths neuen Film gesehen. Thanksgiving. Uff. Was ich von der Nummer halte, ich glaube, das denkt ihr euch anhand des Thumbnails, anhand des Titels. Ganz egal, alles was jetzt folgt, ist nur meine Meinung, ohne Spoiler, denn ich habe den Film verfrüht geschaut. Ihr kennt das alte Spiel. Benutze ich das Halloween-Intro, obwohl eigentlich November ist? Immerhin ist es ein Horrorfilm. Fuck it, ich mag das Halloween-Intro. Ich bin jetzt schon nostalgisch, was Halloween angeht. Wir benutzen das Halloween-Intro. Legen wir los. Okay, wir haben endlich, oder sollte ich sagen, endlich den neuen Film von Eli Roth, Thanksgiving. Und ich meine, der steht schon extrem lange im Raum. Wir haben, wann, 2006 war das? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau wann, obwohl ich dieses Jahr drüber geredet habe, dieses Grindhouse Double Feature bekommen von Tarantino und Rodriguez. Ihr wisst schon, Death Proof, Planet Terror. Ich habe ein Video der Nummer gewidmet. Schaut es euch gerne an, das war das... nicht so gut geklickte Video im Tarantino Rewatch Marathon. Ganz egal, da habe ich erklärt, was Grindhouse ist und bin nicht nur auf diese Filme eingegangen, speziell auf Death Proof. Nein, ich habe auch darüber gesprochen, dass es Fake-Trailer gab von beliebten Splatter-Regisseuren. Sowas wie Rob Zombie's Werewolf Women of the SS. Sogar Edgar Wright hat Don't gemacht und Rodriguez hat Machete gemacht. Und Machete wurde ja tatsächlich zu einem Film, sogar zu zwei Filmen. Ich meine, es gibt sogar einen Fake-Trailer zum dritten Teil, aber den haben wir noch nicht, obwohl diese ganze Nummer mit Justin Bieber sah irgendwie lustig aus. With Justin Bieber as Bleep. Und Eli Roth hat damals Thanksgiving gemacht. Und ich muss sagen, dieser Grindhouse-Trailer zu Thanksgiving, der sah mega aus. Es sah halt aus wie so eine Halloween-Parodie, slash absolut brutaler Slasher, der sich jetzt halt anstatt Halloween Thanksgiving vorknöpft. Und ich so, ist cool. Und jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, kann ich sagen, es hätte beim Trailer bleiben sollen, weil dieser Film ist echt nichts Besonderes. Ich muss es leider sagen. Ich habe mich irgendwo auf eine sehr makabre Art und Weise auf den Film gefreut. Und das, obwohl ich jetzt nicht der größte Eli Roth-Fan bin, muss ich einfach sagen. Ich finde den Typen an sich sau cool und ich höre auch voll gerne seine Podcasts so rund um Horrorfilme. Er hat eigentlich mega Plan und alle seine Kommentare zu Filmen liebe ich. Seine Filme selbst nicht. Ich mag ihn als Bear Jew in Inglourious Basterds, aber ich war noch nie ein Hostel-Fan, muss ich sagen. Hostel 2 auch nicht. Green Inferno fand ich wirklich kacke. Knock Knock ist ja auch von ihm. Er hat einen Kinderfilm gemacht, der soll ganz nett sein, den habe ich nicht gesehen. Jetzt haben wir Thanksgiving. Okay, worum geht's? Nun ja, wir haben ein... ich probiere das so spoilerfrei wie möglich zu halten. Es passiert etwas rund um den Black Friday bei so einem Schlussverkauf und da sterben Menschen. Ein Jahr später taucht auf einmal ein mysteriöser Killer in der gleichen Kleinstadt auf, verkleidet als so ein Pilger. Das heißt, er hat so eine Pilgermaske und so einen Pilgeranzug und eine Axt, auch wie ein Pilger. Und bringt Leute um. Das Problem ist, sehr viele latschen zurzeit mit dieser Maske rum, weil sie wild verteilt wird in der Stadt. Und jetzt haben wir eine Whodunit-Slasher-Geschichte von Eli Roth. Okay, was funktioniert? Das Intro. Ich muss wirklich sagen, die Eröffnungsszene, die ersten 20 Minuten waren makaber, aber auch lustig. Und trotzdem gory, und da dachte ich mir, ich glaube, das ist meine Art von Film. Ich hatte wirklich Spaß mit der Nummer, weil es gibt da diesen sehr vulgären Wortwitz und diese bewusste Komik, wenn es so drüber wird und Leute fürchterlich sterben. Ja, es klingt falsch, aber es ist nun mal das Genre. Deswegen muss ich sagen, das hat schon irgendwas. Aber danach hat der Film sowas von die Handbremse angezogen, dass ich mich gefragt habe, wann geht der Film los? Wann passiert's? Weil ehrlich gesagt, dafür, dass es Eli Roth ist. Und Eli Roth, ob man ihn mag oder nicht, man assoziiert ihn mit Brachialgewalt. Man assoziiert ihn mit Hostel. Der Film ist überraschend leicht und überraschend zahm. Es gibt eine Szene, die ist fies, die übernehmen sie auch so ein bisschen aus diesem Grindhouse-Trailer. Aber
so viele Sachen, die in dem Grindhouse-Trailer unfassbar heftig waren, wo ich mir wirklich gedacht habe, wow, ihr traut euch was, haben es nicht in den Film geschafft oder sind tatsächlich weichgespült. Das heißt, alle Gore-Fans unter euch, die wirklich heiß drauf sind, sowas wirklich Fieses zu sehen, so richtig fies bis auf eine Szene ist die Nummer nicht. Und ich finde es auch schade, dass der Grindhouse-Stil nicht beibehalten wurde, denn es hatte sowas cheesy, kitschig, trashiges, wenn man sich diesen Trailer anguckt, komplett mit dem Voice-Over, komplett mit dieser Grindhouse-Ästhetik, mit dem Filmkorn, mit dem Schlieren und so weiter, ist alles nicht drin. Der Film sieht poliert aus, sieht halt aus wie von 2023, ist ja auch von 2023, aber das war dieses Gimmick, das diese Filme so besonders gemacht hat. Ich meine, bei Machete haben sie darauf geachtet, dass selbst im echten Film diese Schlieren und diese Bildfehler alle noch am Start sind. Ist hier nicht der Fall. Und ja, sprechen wir darüber, dass der Film eigentlich, wenn man ihn wirklich guckt, und es gibt so etwas wie Anspielungen, es gibt aber auch einfach Plagiat. Und dieser Film ist hart zusammengeklaut. Gegen Anfang dachte ich mir, oh, ihr klaut von John Carpenters Halloween, absolut. Und da dachte ich mir noch, von Halloween zu klauen ist okay, denn der originale Fake-Trailer, der ist ja im Grunde genommen krass angelehnt an Halloween und das ist okay, deswegen dachte ich mir, das muss ein bisschen drin sein. Aber wenn der Film dann auf eigenen Beinen stehen will, ich meine, jetzt ist es ein richtiger Film, jetzt ist es kein Trailer, jetzt ist es ein richtiger Film, der etwas über 100 Minuten geht, mir aber wirklich vorkam wie 2 Stunden, denn es fucking langweilig, dann merke ich, okay, was sind denn die eigenen Ideen? Oh, wir klauen von Scream. Wir klauen von Scream. Teenie-Horror sogar. Ihr bringt Teenie-Horror zurück? Okay, ich meine, ich habe lange keinen Teenie-Horror mehr gesehen und deswegen dachte ich mir auch wirklich so 15, 20 Minuten lang, nett, habe ich lange nicht mehr, oh, und jetzt ist es langweilig. Man klaut sogar gegen Ende. Ihr werdet wissen, was ich meine, wenn ihr den Film kennt, aber ich werde es euch nicht verraten, wie genau. Man klaut ganz krass von Freitag der 13. Vom originalen Freitag der 13. Und wenn die eigenen Ideen eigentlich nur Plagiat sind, dann ist es, das ist traurig. Die Charaktere sind wirklich so interessant wie eine leere Tüte Chips. Und wenn man vom Clown spricht, sogar den Satz, den Donnie Donowitz, a.k.a. der Bärenjude in Glorious Bastards sagt, 2 hits, I hit you, you hit the ground. 2 hits, I hit you, you hit the ground. Der kommt am Anfang des Films vor. Ich so, wo sind die eigenen Ideen? Aber wir sind hier für die Kills und die sind da. Das sind jetzt wirklich nicht spannend und dazwischen ist so eine lange Pause, wo die wirklich wollen, dass wir uns für diese Bewohner in diesem Dorf jucken. Tun wir nicht. Patrick Dempsey ist so der einzige Charakter, an den man sich erinnert, weil es Patrick Dempsey ist. Und der Vater dieser Familie, die im Vordergrund steht, der ist nicht schlecht, aber alles in allem ist die Nummer einfach, die weiß auch nicht wirklich, was sie sein soll. Ich meine, Scream ist ein Mix aus Slasher, Whodunit und Humor. Und das kann man balancieren, wenn man denn ein cleveres Drehbuch schreibt. Dieses Drehbuch sagt, scheiße, es ist langweilig. Machen wir Witze. Okay, Leute sind nicht wegen Witzen hier. Machen wir Kills. Okay, die Kills sind langweilig. Es muss ein bisschen blutiger sein. Okay, das ist immer noch nicht wirklich blutig. Zurück zu Witzen. Und selbst die Whodunit-Geschichte, wen du verdächtigst und so weiter, ist nicht wirklich spannend inszeniert. Bei Scream ist man immer on edge und fragt sich, bist du's, bist du's, bist du... Hier nicht wirklich. Ich so, mir ist es scheißegal, wer von euch Shitheads das ist. Weil ihr seid eh alle Kacke. Ich mag keinen von euch. Bitte gib mir einfach nur mehr Kills. Und dafür war es halt zu wenig. Alles in allem fühlt sich der Film viel länger an, als er ist. Was nie für einen Film spricht. Er hat keine eigene Identität. Ich verstehe, wenn man so im Nachhinein irgendwann, wenn ein paar Jahre vergangen ist, so ein Herz dafür entwickelt, dass das halt so ein weiterer Slasher-Film ist und wir zurzeit viel zu wenig Slasher-Filme haben. Deswegen ist das schon irgendwie... Das ist das Besondere. Das Besondere ist nicht der Film. Das Besondere ist die Tatsache, dass es dieses Genre fast nicht mehr gibt. Aber alles andere ist halt da. Es ist jetzt nicht einer dieser Filme, wo ich sage, der landet auf meiner Top 10 der schlechtesten Filme des Jahres. So kacke ist er nicht. Das ist immer noch kacke. Das ist ähnlich wie The Marvels. Leute haben mir echt gesagt, Eve, du magst The Marvels. Ich mag The Marvels nicht. Ich habe gesagt, er ist so beschissen, dass er lustig ist. So, und deswegen gab es ein paar Szenen, wo ich mit dem Kopf geschüttelt habe und gegrinst habe. The Marvels ist ein schlechter Film, der aber nicht so schlecht ist wie die anderen 10 Filme, die definitiv auf meiner Flop 10 landen werden. So ähnlich sehe ich Thanksgiving. Thanksgiving, nichts Besonderes. Und das sind meine Gedanken zu Thanksgiving. Hätte ein Fake-Trailer bleiben sollen. Sorry, jetzt frage ich euch, wie steht ihr zu Thanksgiving? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.